Der Pool ist gesperrt. Welche Ansprüche kann ich jetzt gegenüber dem Reiseveranstalter geltend machen? Diese Ansprüche werden sich vielleicht auch in diesem Jahr wieder einige von euch stellen. Ihr seid im wohlverdienten Jahresurlaub. Sonne, Sand, Meer und Pool. Ja, und Pool ist geschlossen. Das ist natürlich nicht so schön. Und jetzt fragen sich viele von euch, hey, kann ich da direkt meinen kompletten Reisepreis zurückverlangen? Nein. Wenn der Pool geschlossen ist, dann kommen Minderungsansprüche so zwischen 10% und 20% in Betracht. Also, ihr seht schon, überschaubar. Ne? Das, was ihr bekommt, ist möglicherweise deutlich weniger, als man sich so vorstellt. Ich würde auch denken, hey, Pool ist für mich essentiell, da muss ich doch sozusagen eigentlich sofort nach Hause fliegen dürfen oder kriegt das ganze Geld zurück. Nein, so ist es nicht. Und tatsächlich müsst ihr euch auch immer noch mal in euren Vertrag begeben, sozusagen müsst noch mal nachgucken, ist der Pool tatsächlich vertraglich zugesichert? Das ist nämlich gar nicht immer der Fall. Und dann gibt es im schlimmsten Fall gar nichts. Also sprich, wenn der Pool gesperrt ist, dann würde ich euch anraten, sofort zum Veranstalter. Nicht das Hotel ist hier der richtige Ansprechpartner, sondern wirklich der Reiseveranstalter. Beschwert euch, verlangt, dass der Pool wieder geöffnet wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr Ansprüche geltend machen. Je nach Umständen kann das eben 10% bis 20% sein. Bei 20% kann man schon drüber nachdenken, ob man vom Vertrag zurücktritt. Aber hey, dann muss euch der Reiseveranstalter zwar zurückbringen, aber ihr bekommt wieder nur den Teil erstattet, den ihr dann auch nicht wahrgenommen habt. Und das Ganze ist mit ziemlichen Risiken verbunden. Da kann manches Gericht sagen, hey, wenn das Meer vor der Tür ist, brauchst du wirklich einen Pool. Naja, jedenfalls kommen da keine größeren Ansprüche dann in Betracht. Und ja, der Richter meint dann, du hättest doch deinen Urlaub da schön verbringen müssen und höchstens 10% vielleicht mindern können. Ah, das kann dann also üble Konsequenzen haben. Insofern versuch, vielleicht Unannehmlichkeiten manchmal noch auszublenden. Finanziell ist beim Reiserecht nicht immer so viel drin. Besser den Urlaub noch auf andere Weise genießen oder sich vielleicht mal kurz beim Anwalt schlau machen, damit du weißt, um wie viel es ungefähr geht.